Hallo, liebe Aufrufer. Angeblich kann man Verdi-Lieder schön pfeifen. Giuseppe Verdi. Und heute ist was zum Papst. Ich muss hier kurz sagen, zur Lichtgeschwindigkeit. Ich mache mir wirklich täglich die Mühe, die Aktualitäten abzuhören, abzugucken, abzulesen, dann die Zeitungen dazu auszuwählen und diese Zeitungen wirklich von vorne bis hinten zweimal richtig durchzubrausen. Und da muss ich alles lesen, um dann darin zu entdecken, was ist eigentlich die Sache, die wir da irgendwie nicht kriegen oder die nicht richtig akzentuiert ist und so. Das ist eine aufwendige, gründliche Arbeit. Ich bin wirklich im Grunde genommen erleichtert in diesen Tagen, wo ich da nur in das Video die Nummer reinschreibe, das Datum und meinen Namen als Verantwortlicher, denn die Textarbeit ist wirklich aufwendig. Jetzt ist mir aber heute etwas Schönes passiert, das möchte ich jetzt hier gerne ausspielen, weil ich davon dann zumindest etwas entschädigt werde. Das Irre ist ja, wenn man die tägliche Entwicklung der Informationen verfolgt, dann ist immer nur ein gewisses Quantum innovativ und das größere Quantum ist redundant, also es wiederholt sich, es schließt sich an etwas, was schon läuft, was man schon weiß. Nicht, weil es nicht genügend Neuigkeiten gibt, sondern deshalb, weil unsere Medien das so etabliert haben aufgrund des Wahrnehmungsverhaltens der Rezipienten, also Zeitungskäufer oder Fernsehsender. Seite 1 Leser wollen eben immer auf Seite 2 am nächsten Tag den Anschluss finden. Man kann nicht ein Thema groß aufblasen, am nächsten Tag wieder was Neues, alles durcheinander. Dann gehen die Aufmerksamkeitsleute, die Leser und Zuhörer und Seher und so weiter verloren. Also Redundanz ist ein wesentliches Kriterium. Das ist für mich aber in meiner Alltagsarbeit immer dreifache und vierfache Arbeit. Insofern natürlich Unsinn, aber jetzt ist hier heute etwas rausgefunden. Da neue Papstmedaille wird eingeschmolzen, habe ich vorhin gelesen, da heißt es Vatikanstadt, Lesus statt Jesus. Wegen eines Prägefehlers müssen die ersten offiziellen Medaillen zum Pontifikat von Papst Franziskus wieder eingeschmolzen werden. Der Fauxpas, also der Fehler, unterlief laut italienischen Medienberichten offenbar der staatlich italienischen Münzanstalt, die für die Prägung der vatikanischen Medaillen verantwortlich ist. Die erste Kollektion war am Dienstag in den Handel gekommen. Der vollständige Satz aus einer Predigt des heiligen Beda Venerabilis 672 bis 735, also vor 1300 Jahren, der auf der Rückseite der Medaille zu lesen sein soll, lautet: Fidit ergo Jesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi sequere me. Ja, was das heißt. Also, selbst Jesus in der Öffentlichkeit, tralala, miserando, leidet. Und aus diesem Satz des mittelalterlichen angelsächsischen Gelehrten ist das päpstliche Motto miserando atque eligendo, durch Barmherzigkeit und Wahl genommen. So, Jesus steht da drin. Und dieser Jesus ist also mit L geschrieben worden. Lesus. Das neue Modell von Toyota Lexus wahrscheinlich. Ja, das ist mir aufgefallen und da dachte ich, ach, das ist doch lustig. Jesus, Lesus. Und da finde ich dann, als ich die Süddeutsche Zeitung vornehme, hier auf Seite 1 das wunderbar täglich lesenswerte Dingenskirchen hier, Streiflicht. Das habe ich schon vor 30 Jahren gelesen, so lange gibt es das schon. Das schreiben immer Mitarbeiter der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, aber ohne den Namen. Und stilistisch ist das so, dass man nicht unbedingt erkennt, wer es geschrieben hat. Also der Stil hat sozusagen für die Glosse hier eine Textur, eine Textart sozusagen, wie das gemacht ist. Und da kannst du nicht Peter Handke von Thomas Mann so leicht unterscheiden. Die Insider können das gewissermaßen aber auch nicht immer. So, jetzt ist aber dieses Streiflicht nämlich so. Samstag, 13. Oktober, 12. Oktober, heute also. Und hier ist Dietmar Möfs in Köln. Freut sich, dass er so schöne, lustige Sachen berichten kann, weil nichts Wichtiges ist. Also, immer mit Vorbehalt, vielleicht ist in diesem Moment ja was los. Fukushima. Der neue Papst hat einen beeindruckenden Start hingelegt. Die Herzen fliegen ihm zu. Selbst stramme Kirchenkritiker können nicht umhin, dem Argentinier ihren Respekt zu zollen.
Wenn er so weitermacht mit seinem Reformtempo, würde es nicht sonderlich verwundern, wenn nach ihm eine homosexuelle Atheistin dieses Amt bekleiden wird. Nun aber ist Franziskus ein erster Lapsus unterlaufen, beziehungsweise seinen Leuten in der Vatikanbank. Die wollen die erste offizielle Münze zum Pontifikat von Papst Franziskus auf den Markt bringen. Eine Gedenkmünze, auf die ein Satz geprägt wurde, der Jorge Maria Bergoglio, also dieser Franziskus, als jungen Menschen im Argentinien der 50er Jahre dazu bewogen haben soll, die Priesterlaufbahn einzuschlagen. Er heißt hier, Jesus also sah den Zöllner und da er ihn aus Barmherzigkeit ansah, sagte er zu ihm, folge mir. Das Ganze stand dann natürlich auf Latein, vidit ergo lesus publicanum. Das Ganze stand dann natürlich auf Latein, allerdings hieß der barmherzige Erlöser auf der Münze nicht Jesus, sondern Lesus. Vidit ergo Lesus publicanum. Punkt, Punkt, Punkt. 6000 Münzen wurden geprägt in Gold, Silber und Bronze, jetzt sollen sie schleunigst eingeschmolzen werden und alles nur wegen eines Lesus-Lapsus. Dass sich nun einerseits Spott über den Vatikan ergießen wird, ist so sicher wie das Omen in der Kirche auch, also jetzt bitte immer doppelt hören, weil hier lauter Witze eingebaut sind. Auch dass sich die Vatikanbank und die italienische Staatsbank, welche die Münze prägte, gegenseitig den schwarzen Petrus zuschieben, sorgt für Erheiterung. Trotzdem, die Rückholaktion ist jammerschade und grundverkehrt. Jetzt geht's mit Bildung los, ja? Halbbildung, Sozialdemokratismus, Salonpersonage, folgendermaßen nämlich Ernst Jandls Lechts- und Ringsgedicht. Buchstabe verbuchselt, verwechselt. Links- und Rechtsgedicht, also Ernst Jandls Lechts- und Ringsgedicht wurde schließlich auch nie eingeschmolzen und es verkauft sich bis heute hervorragend. Unter Franziskus sein Pontifikat unter das Leitmotiv der Barmherzigkeit gestellt hat, seien alle Spötter in dem Zusammenhang an das Evangelium des Johannes, immerhin Lesu, Lieblingslünger, erinnert. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ein Satz, den es in säkularer Version auch mit einem Glashaus drumherum gibt. Gerade wir Journalisten haben nun wirklich schon viel sprachliches Falschgeld in Umlauf gebracht. Kürzlich war in unserem eigenen Blatt was vom Chorgeist unter Wissenschaftlern zu lesen, ohne dass wir deshalb alle Exemplare der Süddeutschen Zeitung eingestampft hätten. Und im bayerischen Fernsehen, dass sich in den benediktinischen Jahren in einen cisalpinen Ableger des Centro Televisio Vaticano verwandelt hatte, wurde das österliche Urbi et Orbi einmal ganz ernsthaft dahingehend gedeutet, dass der Papst auch dieses Jahr wieder die Stadt und den Landkreis segnen werde. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht allzu sehr herumlavieren. Schließlich steht bei Johannes ebenfalls, eure Rede aber sei la la nein nein. Insofern peinlich klar, aber auch sehr menschlich. Also lassen wir Barmherzigkeit walten und möge Leder vor seiner eigenen Haustür kehren. Vollständig heißt das Bibelwort natürlich, deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das sei vom Übel. Und das ist doch wunderbar, wenn man sagt, also deine Rede sei la, la, nein, nein. Wer würde sich dann um das la, 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 la noch drücken wollen? Alles andere ist dann dagegen wirklich übel. Ja, Süddeutsche Zeitung heute, Lesus und so weiter. Danke für den Aufruf.